Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit lud der Harzclub zu einer Brockenwanderung ein. Zahlreiche Wanderer waren auf der Brockenstraße und an anderen Wegen zum Gipfel unterwegs. Am Vormittag versammelten sich rund 200 Gäste zu einer Feierstunde unter freiem Himmel. Auch Rekordwanderer Benno Schmidt, inzwischen 88, genannt Brocken-Benno, war gekommen. Er war dabei, als am 3. Dezember 1989 der Berg erstmalig wieder von Wanderern bestiegen werden konnte. Als militärisches Sperrgebiet war der Brocken jahrzehntelang nicht erreichbar. In die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn kamen am 3. Oktober mehr als 2500 Besucher. Am Eingang zur neuen Ausstellung im Hauptgebäude gab es permanent lange Schlangen. Am Vormittag hat es einen ökumenischen Bittgottesdienst unter freiem Himmel gegeben. Corona-bedingt konnten nur 200 Menschen teilnehmen.